Und schon wieder alle die Haferflocken. Doch, na, wir haben noch, aber im HWR. Wir auffüllen unser Glas hier. Guten Morgen erstmal. Ja, Livia. Haferflocken. Ja, ich mische immer in einem Riesenglas einmal grob und einmal fein. Livia, lass mich mal raus. Danke. Danke. So, wir sind gerade aufgestanden. Also halbe Stunde sind wir schon wach. Wir hatten schon Kaffee. Ich mache uns jetzt eben Müsli. Aber was ich euch erzählen wollte, wir haben heute Morgen mal eben so gedacht, wir planen eben ein bisschen noch die Reise weiter für die Türkei im Winter. Und da haben wir geguckt, wegen Smurfy, weil wir ja mit Hund reisen, wieso die Einreisebestimmungen sind. Und Gott sei Dank haben wir das getan. Denn, also, okay, man braucht maximal 10 Tage alt, darf diese, musst du so ein Gesundheitszeugnis haben vom Tierarzt, das nicht älter als 10 Tage sein darf, dass der Hund gesund ist. Das ist ja kein Problem. Aber man braucht eine Tollwut-Antikörper- Nachweis, was in einem Labor gemacht wird. Und nach diesem Test, wenn das positiv ist, dass er halt Antikörper hat, wird das in den EU-Heimtierausweis eingetragen. Und erst 3 Monate danach darf man dann wieder aus der Türkei ausreisen. Jetzt stellt euch vor, wir hätten nicht nachgeguckt, wären eingereist in die Türkei, wollen dann ausreisen irgendwann nächstes Jahr und dann so, ja, nee. Jetzt müsst ihr erst 3 Monate warten, bis das Testergebnis da ist. Da hat der Bernd direkt hier in Ungarn beim Tierarzt angerufen, der super Deutsch konnte, nebenbei erwähnt. Ist der in Salaegerszeg? Ja, ja. Also er konnte super Deutsch und wusste auch, wovon die Rede ist. Und jetzt kommt hier demnächst in unser Dorf kommt der Tierarzt zum Impfen. Das ist wohl normal in Ungarn, auf den Dörfern. Da haben wir Post bekommen. Da kann man dann hingehen. Was kostet das Tollwutimpfen? 6.000 Forint hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Und wenn wir dann von Kroatien wiederkommen im Oktober, dann fahren wir zum Tierarzt nach Salaegerszeg, lassen den Smurfy testen, einen Bluttest. Und 3 Tage später kriegen wir das Ergebnis. Weil der Smurfy ja schon 3 Jahre alt ist und schon einige Tollwutimpfungen hatte, sind wir auch relativ sicher, dass der Antikörper hat. Das Gute ist an der Sache, das ist für ein Hundeleben lang. Also man macht nur einmal diesen Antikörpertest. Wenn man regelmäßig Tollwut impfen lässt, reicht das. Wenn man die, glaube ich, ausfallen lässt, muss man das öfter machen. Dann wollte ich noch nach Stellplätzen gucken in der Türkei. Das sind so schöne. Wir wollen ja da so Fetir. Ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge, aber Kujadage oder wie das heißt, Mamaris und so. Da wollen wir überall hin und das ist so ein Urlaubsfeeling, wenn man die Campingplätze anguckt, mit Palmen und so. Machst du jetzt hier das Dings hin, das Löwenzahnsirup? Komm, wir gehen hier rein. Oh. Jetzt wird hier gespielt. In der Bude. Da wurde eine Bude gebaut. Ja, das ist so schön halt. Ich freue mich so sehr auf die Türkei. Und alle Campingplätze, die wir uns so angeguckt haben. Hauptsächlich sind am Meer und wir möchten Istanbul besichtigen, orientalische Märkte mit einer ins Stadion möchte Bernd. Ich möchte mich mit einer lieben Zuschauerin treffen, mit der ich schon länger schreibe. Mit mir, mit Bernd. Ja, genau, wir frühstücken jetzt erstmal, machen uns fertig. Wir sind ja noch in Ungarn und hier sollen heute unsere Fensterbänke eingesetzt werden, zumindest schon mal ein Teil. Also das Gitter reingesägt. Ich dachte, du wärst außen. Da warten wir immer noch drauf. Außenfensterbänke. Die wollten sich Freitag melden letzte Woche. Heute ist Mittwoch oder Donnerstag? Donnerstag. Gestern war Mittwoch. Gestern haben wir die Trennschuhe fertig gemacht. Eine Woche später und man hat noch nichts gehört. Unser Übersetzer hat angerufen bei der Fensterfirma, aber. Also Außenfensterbänke ist noch nicht, aber innen geht's heute wieder ein bisschen weiter. Passt gut, weil Wetter ist heute so. Viel Regen für heute angesagt. Gut, dass wir den Pool gestern abgebaut haben und umgedreht haben zum Trocknen. Er hat jetzt so Pfützen. Einen Lappen. Wir haben Musik. Oh, sorry, wir haben Musik an. Mach die mal eben aus.
Essenschaftpause. So. So. Wir haben Wassermelone. Der Papa macht gerade mit Calvino den Spiegelschrank im Badezimmer dran. Das Problem, wir haben ja gemauerte Wände, so Backsteine oder so. Dann ist da ein Hohlraum und dann ist eine Gipsplatte. Damit wurden die begradigt, die Wände. Hauptsache, der kommt nicht hier in der Küche wieder raus. Akku war leer. So. Also bei einer Wand reicht der Bohrer wohl nicht, wo wir extra die lang geholt haben. So viel Abstand. Probleme über Probleme. Wir essen jetzt hier Melone. Schmörfi, du auch? Aber wenn das alles geklappt hat, dann freue ich mich, wenn ich den gleich putzen kann und einräumen kann. Wir bringen jetzt den Kompost raus. Wo sind deine Schuhe, Livia? Komm mal hier vorbei. Das ist doch eine billige Scheißmuschi hier. Was ist los? Ja, ich krieg die Kacke nicht da rein. Gib mir mal bitte Livias Schuhe, Calvino. Meine Güte, ey. Tut mir leid, kann ich was helfen? Nein. Komm, Livia. Wir gehen erstmal hier raus, damit wir hier nicht im Weg sind. Komm. So. Guck mal, hier sind deine Schuhe. Ja. So, trägst du den Kompost oder soll ich den tragen? Schaffst du das? Sollen wir das lieber zusammen machen? Heb hoch, komm. Machen wir zu zweit, ne? Ist einfacher. Jetzt ist auch hier nicht mehr die Brücke. Hier ist ja jetzt die Drainage fertig. Das ist viel einfacher, ne? Alles matschig, weil es geregnet hat. Der Pool, oh Mann, egal. Was haben wir heute? Donnerstag. Ja, eine Woche noch. Dann fahren wir nach Kroatien. Müssen wir den Wohnwagen noch vorbereiten. Und dann kann der Kompost hier auch wieder absickern, ne? Boah, bitteschön, liebe Tiere. Lasst es euch schmecken. So, guck mal, das können wir wieder mitnehmen, die Schüssel. Ich drehe euch mal um, ne? Ist ein bisschen ekelig hier. Ich wasche den einmal aus den Kompost, ja, Livia? Hier mache ich das. Dann wollten wir noch diese Woche das hier ins Land ziehen, den Haufen Erde von der Drainage. Und dann überall Gras sehen, überall wo jetzt Erde ist, wollten wir Gras sehen, aussehen, dass wenn wir wiederkommen aus Kroatien, dass wir dann hoffentlich Gras haben. Komm, Livia. So. Och, und ich sag euch, ich bin richtig im Reisefieber mit Kuten, mit Türkei. Die Stellplätze, die sind so wunderschön, so richtig viele dicke Palmen. Für mich sind Palmen immer ultimative Urlaubsfeeling. Ja, in Ungarn hatte ich nie so das Urlaubsfeeling, weil ja, hier gibt es halt keine Palmen und man ist jetzt hier nicht direkt am Wasser oder so. Livia, dann lass uns reingehen für Titigong. Komm, wir gehen rein. Komm. Und deswegen ist so Kroatien oder Türkei ist schon wirklich, wirklich Urlaubsfeeling. So. Zeig mal, sind die dreckig, deine Schuhe? Ja, ja. Ja, ja. Zeig mal. Ach, die kannst du anlassen, glaube ich. Zeig mal. Willst du die anlassen? Wir haben hier den Spiegel mitgenommen aus Deutschland noch. Der war im Schuppen. Den haben wir jetzt rausgeholt, den putze ich jetzt mit Livia, weil sie guckt sich immer total gerne an, so im Spiegel. Und den wollten wir für sie irgendwo hinhängen. Ja, komm, den nehmen wir jetzt mit, ja? Super. So, dann putzt den schon mal grob ab, Livia. Genau. Das ist cool, ne? Ein Spiegel. Ja, wir haben eine Kindersicherung hier an unserer Waschmaschine, aber wenn man die anmacht, hier, kann man trotzdem ausmachen. Also hier aus funktioniert trotzdem, alles andere nicht, ne? Livia hat gerade mitten im Waschgang auf ausgedrückt. Wenn ich dann nochmal das Programm starte, guck mal, 3 Stunden 49.
für 60 Grad, weil das jetzt so schwer war. Die Waschmaschine wiegt die Wäsche und danach wäscht die dann. Ja. Positive Nachrichten. Der Spiegelschrank hängt. Der Bernd macht gerade die Einlegeböden rein. Ich zeige es euch jetzt. Auf Instagram habe ich es euch gerade schon gezeigt. Also alle, die mir auf Instagram folgen, dürfen immer an Abstimmungen teilnehmen, dürfen sowas zuerst sehen. Genau. Da wurden wir auch gerade gefragt, wo unsere ganze Kohle herkommt. Habe ich auch geantwortet drauf. Es wurde auch so gefragt, so wie ich euch das jetzt gesagt habe. So. Läuft's? Nein. Nein. Okay, es dauert noch mit dem Putzen. Dann halte ich die besser fest, bevor die runterfallen. Ich krieg's nicht rein. Ich schmeiß die jetzt weg und machen die ohne diese scheiß Einlegerböden und müssen die Türen wieder abmachen. Da ist so eine Gebrauchsanweisung dabei, da kannst du. Ein freilaufender Bernd. So geht das hier den ganzen Morgen schon. Der ist am Fluchen, wie weiß ich nicht. Das ist doch alles für Ratten-Scheiße. Ja, ich weiß. Hier. Aber der hängt doch. Hast du super gemacht. Ja, danke. Ja, was soll ich machen? Woran hapert es denn, dass das nicht reingeht? An der gescheiten Anleitung. Nein, ich meine, dass das nicht reingeht. Kann man die nicht erst schräg reinlegen und nein. Dann? Nein. Nicht ohne Böden machen? Ich habe keinen Bock, weil die sind schon hier rausgeplatzt. Ja, aber ohne Böden? Ich würde ja sagen, ich versuche es mal, aber normalerweise, wenn du das versucht hast, dann weiß ich, ist das schon klüger ausprobiert, als wenn ich das machen würde. Weil ich habe auch keine abgeschlossene Berufsausbildung. Wichtig ist bei uns auch immer, dass die Klobürste oben steht als Deko. Sonst nimmt Livia die. Oder Smurfy, der wird die auch nehmen und schrimmeln. Mhm. Da habe ich die lieber schräg, die. Nein, haben wir nicht ganz normale Auflegepömmels? Ich will da nicht schräg haben. Nein, wir haben keine Auflegepömmels. Die sind halt so. So, guck mal, dann gehen die da nicht drauf. Dann wundert die Leute, dass ich fluche Auflegepömmels. Oh, ist zu lang. Das ist das Problem, was ich habe, zu lang. Wir haben, ich guck mal jetzt, wie spät wir haben. 12:30 gleich. Das beschäftigt uns den ganzen Vormittag. Okay, ich lege die jetzt im Flur. Du kannst ja gucken. Was soll ich machen? Kaffee machen? Will ich auch irgendwas machen? Ist drin? Ja, musst du die anderen. Ich muss erst weggehen. Nein, du kannst das doch. Deswegen ist es fest jetzt, du blöde Schweinescheiße. Wo wirst du den nächsten jetzt drin haben? Ist mir egal. Nee, sag was, hier. Ich sag jetzt egal, dann macht er alles fest. Und wenn ich dann gucken komme, dann sag ich, nee, der wäre besser ja, da. Mach Schlecken. Ja, mach auch auf höchste Stufe. Auf höchste Stufe? Ja, weiß ich nicht. Was stellen wir denn da rein? Weiß ich nicht. Da Klopapier. Kommt. Nein, du mal mit deinem Klopapier. Das ist wichtig, damit er gut kacken. Ich kann auch ohne Klopapier gut. Ich nicht. Da bin ich immer ganz nervös. Also jetzt unten, mittel, oben. Ja. Ist doch am Ende, ist es egal. Du kannst mal da entweder oder fragen, nicht mit Ja antworten. Grün oder blau, ja. Das war auch, ist doch egal. Mach einfach. Gut. Ja. Ja. Hast du gleich noch was zu tun? Ja. So. Genau, achso, ich habe hier schon Böhnchen eingelegt. Morgen gibt es serbische Bohnensuppe in vegan. Ist ja nicht mehr serbische Bohnensuppe. Bitte? Bitte? Leute von heute. Ich wollte den Staubsauger schon seit einer Stunde anmachen. So, Livia war schwer beschäftigt. Deswegen hat die so spät geschlafen. Es fing an hier, vor ein paar Tagen. Haben wir gesagt, komm, hier kannst du malen. Okay, dann hat sie hier gemalt. Und dann haben wir hier noch ein Blatt hingemacht. Aber Blätter sind ja langweilig. Blätter sind ja für Anfänger.
Dann haben wir hier noch gemalt jetzt. Und hier. Und hier haben wir ein Mannequin gemalt. Originalgetreu. Hier auch. Also ist jetzt nicht so, das hat sie nicht heimlich gemacht. Ne? Sie durfte das machen, weil wir sowieso streichen müssen. Weil das von diesem ganzen Umbau, Einbau hin und her sind die ganzen Wände sowieso vermackt, versifft. Und deswegen ist egal. Wir stehen daneben und feuern sie an beim Anmalen. So, und was mache ich jetzt? Was habe ich gesagt? Ja, den kann ich ja nicht einräumen, weil du mir da keine Regalböden reingemacht hast. Ich warte ja nur drauf, weil da drunter der Schrank... Ja, gut, das kann ich. Danke. Da drunter der Schrank, der ist so voll, dann kann ich das gleich oben holen. So. Ja, was ich wegen meiner nicht abgeschlossenen Berufsausbildung... Das war mit drin in diesem Instagram-Nachricht, die ich bekommen habe. Woher kommt eigentlich die ganze Kohle? Weil du hast ja keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und meine Antwort war, dass mir das noch nie gefehlt hat, dass ich keine abgeschlossene Berufsausbildung habe. Ich habe viel gemacht schon in meinem Leben, habe ich euch schon mal erzählt. Ich habe beim Friseur gearbeitet, ich habe bei Burger King gearbeitet, ich habe beim Anwalt gearbeitet und so. Und alles ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Ich war selbstständig, dafür braucht man ja sowieso, also es sei denn jetzt, man ist, was weiß ich, eine Kfz-Werkstatt, dafür braucht man vielleicht einen Meister oder so, weiß ich nicht. Vielleicht braucht man das auch nicht. Das hat mir nie gefehlt. So, ja, ich habe das nie geschnallt, warum wir zum Beispiel in der Friseurausbildung in der Schule Mathe hatten, Religion hatten, weil ich war ja schon in der Schule, ich konnte Mathe, ich hatte ja oder habe immer noch meinen Realschulabschluss. Somit hatte ich ja schon diese ganzen Mathe-Sachen gelernt und so. Warum muss ich dann in der Berufsausbildung für Friseur nochmal Mathe lernen? Das hat für mich so absolut keinen Sinn ergeben. Oder Religion oder Sport. Das war so totale Zeitverschwendung. Und ja, die habe ich dann abgebrochen, die Friseurausbildung. Und damit ich dann nicht nichts mache, habe ich mit dem Fachabitur angefangen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war dann so eine, das war auch eine Berufsschule, glaube ich, wo dann nur große Kinder waren. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe dann, da hatte ich dann so Rechnungswesen und Buchhaltung und auch natürlich Englisch und Spanisch und so alles. Das hat mir richtig Spaß gemacht, da war ich richtig Streberin, Klassenbeste war ich, ne? Ich war Klassenbeste in Buchhaltung und so, das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber dann bin ich in die falschen Gefilde gekommen, falsches Umfeld und so, und dann bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. Ich war ja dann 18 und durfte mir selber Entschuldigung schreiben. Das konnte ich auch gut, da war ich dann auch Klassenbeste drin. Bis ich dann halt, wie heißt das dann, von der Schule geflogen? Ich hatte halt so viele Fehlstunden, ich bin gar nicht mehr mitgekommen. Ja, so war das. Achso, das ist Bernds Kaffee. Bitte? Ein Fluch, bitte. Ich hatte euch noch nicht zu Ende erzählt, wo die ganze Kohle herkommt. Ich sage das so, weil es so geschrieben wurde. Ne? Also für mich persönlich haben wir einen ganz normalen Mittelstand, finde ich. Ja, jedenfalls haben Bernd und ich immer gearbeitet. Wir hatten immer ein regelmäßiges Einkommen und haben immer zugesehen, dass wir mehr einnehmen, als wir ausgeben. Somit konnten wir uns immer Rücklagen schaffen und haben und hatten immer ein regelmäßiges Einkommen. Und ja... So ist es. Jetzt habe ich jetzt hier schon Süßstoff reingemacht. Muss man mal probieren. So. Jemand hat mir mal geschrieben, dass das total entspannt ist, mir zuzuschauen, wie ich hier den Kaffee mache. Ich mache das tatsächlich auch total gerne. Ich habe auch mal im italienischen Restaurant gearbeitet. Ich war sogar mal Pizzabäckerin. Das war auch cool. Warte mal.
brauche mal eben einen Lappen. Danke. Kann ich mich ja gleich darum kümmern. So, jedenfalls, ich habe in einem italienischen Restaurant gearbeitet und da, boah, da habe ich so viel Kaffee gemacht und ich habe das geliebt. Die haben ja diese richtig großen Espresso-Maschinen, ne? Das war cool. Da hatte man dann ja diese Schublade, wo man so richtig so bam, bam, bam den Kaffee abklopfen kann. Da konnte ich immer die Aggressionen ablassen. Machst du auch gerne Kaffee hier, Bernd, an unserer? Halb zwei kommt das Paket. Ja, unsere Matratze soll heute kommen. Das war ja jetzt. Wie lange warten wir jetzt darauf? 8 Wochen. Ja. Nee, 8 Wochen nicht. Ja. Wir haben uns 2 Matratzen bestellt für unser Familienbett. 2x1,40x2 Meter. Wir hatten so günstige Aldi-Matratzen. Die waren auch okay, aber in unserem Alter hat man schon mal Gelenkus Knackus. Waren vom Lidl oder Aldi? Ich weiß nicht. Die haben so um die 100 Euro gekostet. Die waren nur so dick. Wer kennt den Begriff Gelenkus Knackus? Woher habe ich den? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr es wisst. Jedenfalls, ja, hatten wir uns jetzt so richtig dicke, geile Memory-Schaum-Federkern-Matratzen bestellt. Und eine ist angekommen. Da schläft der Bernd schon drauf. Und er sagt, er schläft wie im Himmel. Voll geil, keine Rückenschmerzen mehr. Und ich habe jetzt diese beiden billigen Matratzen, also billig, 100 Euro ist ja auch viel, ne? 200 Euro insgesamt. 70 Euro. Und schlaf da drauf mit Livia. Und warte, since then, auf die neue Matratze. Haben wir den Verkäufer gefragt und mit dem sind wir jetzt in Kontakt, per WhatsApp schon mittlerweile. So, ja, das Paket war halt immer noch, keine Ahnung, in Krefeld oder so. Dauert noch, wartet. Ja, und dann gestern hat sich das Logistikunternehmen, ich will jetzt hier keinen schlecht machen, deswegen sage ich nicht, mit wem es gekommen ist. Es war nicht DHL. Mit DHL klappt es immer einwandfrei, war in Deutschland schon so. Und ja, hat sich der Verkäufer und das Logistikunternehmen gemeldet, dass es heute kommt. Und die haben sogar unseren Übersetzer angerufen. In Ungarn muss man nämlich immer, oder sollte man, eine Telefonnummer angeben, wo die sich melden können. Das machen die voll oft, die rufen richtig oft an. Und wir haben keine ungarische Telefonnummer, wir haben nur so eine Datenkarte für mobile Daten. Und keine Ahnung, ich glaube, ich hatte eine Zeit lang noch die italienische Karte, dann hatten wir eine deutsche. Also wir haben 3 verschiedene Telefonnummern, meistens aus aller Herren Länder. Und da rufen die nicht an, die rufen nur ungarische Nummern an. Deswegen hat das Logistikunternehmen die Telefonnummer von unserem Dolmetscher. Und der hat uns dann gestern auch Bescheid gesagt, dass heute das Paket geliefert wird. Wir lassen uns überraschen. Wir sind jedenfalls zu Hause. Den in Ruhe trinken und nicht das Ding einräumen und putzen. Egal. So, jetzt schaut mal, hier geht es jetzt richtig ab. Bernd räumt seinen Dachbodenaufgang auf. Geht's? Die Leiter muss raus, damit sind wir jetzt immer provisorisch auf den Dachboden rauf. Warte mal, ich mach mal hier weiter auf. So. Das ist aber nicht unsere Leiter. Ja, wir machen halt unten. Ja, ja. Müssen uns noch eine kaufen. Nein, die nehmen die eine, die Teleskopleiter. Oder die, genau. So. Also er räumt hier auf und ich bin hier. Ich wollte euch einmal zeigen. Ach, hier läuft noch Instagram. Sorry, ich habe euch gerade erzählt, dass ich Autoritätsprobleme habe. Also folgt mir mal auf Instagram. Ne? Da muss ich das nicht immer doppelt erzählen. Also, was?
glaube, Bernd redet mit Smurfy. Ich habe jetzt von hier nach oben geräumt und bin hier noch so ein bisschen am Putzen. Hier war auch immer alles voll, ne? Da haben wir so alles abgestellt. Da muss ich auch noch gleich eben drüber putzen. Oh. Ja, okay, einmal alles nass gemacht. Super. Ich mache mal eben wieder trocken. Genau, hier war alles komplett überfüllt. Hier haben wir vom IKEA so Gesteckeinlegedinger drin. Die sind aus dem Nagelstudio von mir noch übergeblieben. Die, die uns schon länger verfolgen, wissen, wir hatten mal ein Geschäft für E-Zigaretten, ein Offline-Store, und ein Nagelstudio war da mit drin. Und ich hatte Sachen auch verkauft und hier waren immer meine Pinsel drin. Also wenn jemand sich selber die Fingernägel gemacht hat zu Hause, konnte er sich oder sie sich den Bedarf bei mir kaufen. Und genau, da habe ich das dann so drin sortiert und hier ist es jetzt halt zweckentfremdet. Guck mal, hier sind noch Haargummis, die kann ich hier reinmachen, ein tiefer. Hier sieht es so aus, das ist nämlich unsere Haarspangen- und Gummisdose. Da spielt Livia total gerne mit, die schüttet die einfach aus und räumt sie ein und guckt sich alles an. Genau, so sieht es jetzt hier aus. Und jetzt kommen wir aber das, was ja alle sehen wollen, das ist... Akku war leer, sorry. Also hier ist jetzt diese Seite Bernd und Calvino. Da habe ich mir einen Haken dran gemacht, um meine Ketten aufzuhängen. Das Schöne ist nämlich, wenn ich das zumache, dann sieht man das nicht direkt, weil das hier so ein bisschen übersteht. Hier, das könnte man noch abknibbeln. Die Schutzfolie hatte ich jetzt aber keine Lust zu. Ne, hatte ich nicht. Hier ist jetzt mein und Bernds Parfüm, haben wir nach oben gemacht. Das war nämlich immer hier ganz unten drin und Livia fand das ganz toll, immer die Deckel ab und dran zu machen. Und ich habe immer einen halben Herzinfarkt bekommen, weil das ja hier so Glas ist und so. Hier, ganz wichtig, Atomduftspray. Hier haben wir einmal, ist auch egal, ihr seht es ja, ne? Wir haben es hier eingeräumt, meine Pflegeprodukte sind jetzt halt hier. Ich wechsle immer gerne, deswegen habe ich ein paar mehr. Und hier habe ich jetzt nur Taschentücher und meine Augenbrauenfarbe. Und das war's. Genau, hier, die ist halt oben, ne, habe ich schon erzählt. Und wir brauchen noch eine Halterung für Klopapier. Und dann... Nee, das Badezimmer ist noch nicht abgeschlossen, denn wir möchten gerne noch, wir haben ja hier, guck mal, solche Bretter werden ja unsere Fensterbänke. Und davon haben wir welche über und davon möchten wir gerne welche aufhängen. Ich habe überlegt, schreibt mir bitte in die Kommentare, würde es besser dahin passen zum Beispiel? Da könnte man, also ich würde das nicht nehmen für Lagerung von Cremes oder so, ich würde da Deko, ich, die gar nicht so für Deko ist, ne? Jetzt fange ich doch damit an. Bernd, Hilfe. Ich bin infiziert. Eine Blume vielleicht drauf oder so. Oder man macht hier ein langes Regal hin, durchgängig, und dann Blumen drauf. Oder da, aber da sind diese schönen Holzregale viel zu schade für, weil die sieht man dann ja gar nicht. Und hier seht ihr ja, da verbrauchen wir noch ein bisschen unsere Krisenvorsorge, vor allem unser Klopapier. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Ich finde das voll schön, ehrlich gesagt. Den Spiegelschrank, der ist genauso, wie ich mir den vorgestellt habe. Aber jetzt muss ich mal testen, ob ich mich von hinten sehe. Wir wollten ja so einen dreiflügeligen, damit man sich von hinten sehen kann. Das teste ich jetzt mal aus. Ja, damit man die Zotteln, der bleibt halt nicht so stehen. Das ist doof. Das ist bestimmt eine Einstellungssache, oder Bernd? Was denn? Dass die Türen nicht so... Die gehen halt immer ganz auf. Ist das eine Einstellungssache, dass die nicht so stehen bleiben? Die muss er halten. Die muss ich halten. Und wenn ich mir die Haare mache, dann muss ich die Türen halten. Ja, aber so sehe ich mich ja nicht von hinten. Ja, weiß ich nicht, Michaela. Okay. Warte mal. Ich habe immer was zu meckern. Danke, dass du immer für mich da bist. Na, sieht aus, das sind ja so Federtüren. Okay. Vielleicht in 10 Jahren sind die dann ausgerutscht. Ist ja nicht schlimm. Zur Not muss ich so gucken. Oder ich rufe dich, dann kannst du mir die Türen halten. Ja, wenn ich mir... Es ist äußerst selten, dass ich mir hinten die Haare style. Es ist hauptsächlich, wenn ich mir mal die Haare färbe, dann mache ich das selber. Mir hat auch jemand mal geschrieben, Michaela, du musst zum Friseur gehen. So nach dem Motto, du siehst schrecklich aus. Ich habe zottelige Haare, das weiß ich. Ich habe diese Wellen. Ne? Ich habe nicht glatte Haare, ich habe nicht lockige Haare. Ich habe diese Wellen. Heute habe ich mir Gel ein bisschen reingemacht
und an der Luft trocknen lassen. Dann sieht das so aus. Und Strähnen mache ich mir immer selber, weil wenn ich die verhunze, die Haare, dann habe ich das selber gemacht. Wenn ich zum Friseur gehe und die verhunzen mir die, dann kostet das so viel Geld und ich bin so traurig. Ich gehe nicht mehr zum Friseur. Ich hatte mal überlegt, hier in Ungarn zum Friseur zu gehen, aber ehrlich gesagt, ich möchte das nicht, weil ich werde unzufrieden sein. Genau, und dann, wenn ich mir meine Haarsträhnen mache, jetzt habe ich mir schon ein halbes Jahr keine mehr gemacht, weil ich finde das eigentlich ganz schön zurzeit, die Farbe, wenn die so rauswächst. Und vor allem mein Grau finde ich auch ganz wundersexy, wenn das hier so rauswächst. Nein, das finde ich doof, aber so ist das halt. Ich werde 40 im Oktober. Wir haben eine Macke im Spiegel, glaube ich. Ja. Und wenn ich mir halt hinten Strähnen mache, dafür wollte ich den so haben. Aber nur weil ich jetzt keine Strähnen haben möchte, heißt das nicht, dass ich das nicht irgendwann doch möchte. Ja? Oh ja, da müssen wir ausprobieren. Die sind bestimmt von dem Dyson, den wir nicht mehr haben. Bernd findet jetzt allerlei Sachen. So, ich mache jetzt hier noch sauber und dann trinke ich meinen Kaffee. Nein, die können nicht weg. Gib her, die stelle ich mir ins Bad. Gib her. Dann lese ich die vielleicht immer bei meiner täglichen Routine. Erinnert ihr euch? Ich habe mir so Karten geholt, die man jeden Tag lesen kann. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich lege die jetzt hier rein. Jeden Tag eine Karte. Greif nach den Sternen. Und ich vergesse das. Das sind so Positivitätskarten oder wie das heißt. Das habe ich eigentlich gerne gemacht, aber ich vergesse das in meinem stressigen Alltag. Aber die hast du doch von meinen Eltern gestellt. Ein Paket habe ich mir selber gekauft als Adventskalender letztes Jahr. Und ein Paket habe ich entweder von deiner Schwester oder von deinen Eltern geschenkt bekommen. Und das sind jetzt einfach zwei Pakete und so zusammen. Lass die Idee los, alles kontrollieren zu können und so. Mal gucken, was es bringt. Schreibt mal, ob ich euch das jeden Tag vorlesen soll, was da so drin steht. So, seid ihr bereit für meine Dekoration? Ich weiß nicht, ist das, wenn man älter wird, dass man das schön findet? Ich habe jetzt so gemacht. Schreibt mal, wie ihr das findet. Einfach hier ist so eine Kugel Klopapier. Wie gesagt, muss hier eine Halterung hin. Mit hier Gebimsel drauf, so richtig schön spießig mit Perle. Detail, die Liebe zum Detail. Und da habe ich auch eine Blume hingestellt und Kästchen. Die Kästchen habe ich mal vor ewig vielen Jahren in Deutschland gekauft. Ich kann, ich kann euch zeigen, was da drin ist. Die habe ich sogar schon gewaschen, die sind vom Teddy. Und die könnte ich auch noch verteilen, auch noch Deko. Da war ich mal in Italien, im Muschelsystem, im Muschelmuseum war ich da. Habe mir Muscheln gekauft und das ist fürs Fenster, so ein Anhänger. Weiß ich noch nicht, wo ich den hinhänge. Der war am Fenster. Den kann ich ja da wieder dran machen eigentlich, ne? Da muss ich das Fenster erst wieder putzen. Mache ich jetzt. So richtig schön spießig machen wir das jetzt hier. Ich sag's euch, ich werd alt. So, gucke mal. Soll ich jetzt hier noch Muscheln hinlegen? Soll ich euch jetzt das ganz Unspießige zeigen? Achtung, wer keinen Dreck mag. Badewanne. Ich habe so dreckige Füße. Wir laufen die ganze Zeit hin und her, raus und rein. Wir müssen gleich sauber machen, also im Boden mal. Raus und rein, das ist fein. So. Schön. Super. Wie weit bist du mit deiner Leiter? Teleskopleiter. Den Schirm können wir da auch schon abbauen, oder? Den großen? Ja, ich wollte die Fliesen da drunter stellen jetzt, weil der Tisch bleibt ja da stehen. Ja. Ist es weg vom Keller. Kommt nur doof da unten dann dran. Oder ist ja nur ein Haken zum Rumdrehen. Ich bin mit gefilmten Kurs. Extra für. So, alles fürs Vor. So tun, als ob. Brauchen wir noch Wasser außen? Wasser außen, ja, bestimmt noch mal. Würde ich jetzt noch nicht abmachen. Ja gut, ich mache auch weiter. Dann lege ich jetzt die Fliesen, die über sind, da unten runter. Okay. Oder sollen wir die hier oben stehen lassen? Mir ist das egal. Hast du schon Haken, dass du die Dinger, die Sensen hier reinhängen kannst? Ja, hab ich schon geholt. Okay.
wollte mir jetzt das. Ja, ja. Wo packen wir das hin? Benutzen Grillsam. Wir die noch? Jetzt grill ich, glaube ich, nicht mehr. Aber allgemein benutzen wir die noch. Weiß ich nicht. Hm. Die sind halt immer doof. Ich habe letztes Mal immer dann mit Spießen. Dann lass die doch wegschmeißen. Ja. Dann packen wir die zum Schrott da hinten hin. Die haue ich in eine Tonne rein. Also. Okay. Was hier. Ist jetzt hier mit denen? Weil da haben wir die anderen Teile nie gefunden. Schmeiß weg. Das sind so gelbe Säcke, Ständer. Wir holen uns einfach einen neuen. Wenn wir einen haben wollen. Wir wollen ja keinen haben. Genau. Aktuell. Wir haben zwei gelbe Säckeständer, also man einfach so einen Sack reinmachen kann, so 5 oder 10 Euro Dinger. Zwei Stück mitgenommen zum Auswandern. Und von beiden fehlt ein Teil. Also wir können die nicht zusammenbauen. Das ist das Problem. Jetzt haben wir dann immer gesagt, wir legen das da oben hin. Vielleicht finden wir die Teile ja noch, aber wir finden sie nicht. Und ja, irgendwann will man ja auch mal, guck mal, da ist es immer Chaos. Wir räumen wieder auf. Letztens hatte ich hier alles aufgeräumt, schön dekoriert. Zack. Was? Was sind die vom Badezimmer? Was ist vom Badezimmer? Die Blumen, die über sind. Ja, ich weiß. Jetzt habe ich hier gemacht, dann ist bald wieder hier Baustelle. Soll ich dir helfen? Bernd, pass auf. Ich bin weg. Das geht nur mit der Hand, tut das halt ja, so weh. Dann lass es doch bitte. Habe ich eine andere Hand. Lass mich doch mal ein bisschen holen, ja Mann. Ja, möchtest du noch welche haben? Gebe ich dir. Ja, Linsensprossen. Kichererbsen, bitteschön. Wir essen gerade Salat. Und es gibt eine Planänderung. Die Fensterbänke werden heute nicht weitergemacht, weil wir sollten Hilfe bekommen. Und die Hilfe, alles was dazwischen gekommen. Deswegen. Dann ist sowieso noch was passiert. Bernd hat irgendwas gesucht. Er räumt ja da seinen Werkzeugaufgang zum Dachboden auf. Und er hat was gesucht, da ist er in den Schuppen gegangen, so Strapse, so Gummis mit Haken am Rand, um was zu befestigen. Und dann ist ihm aufgefallen im Schuppen, dass in Kisten waren Mäuse drin, in 2 oder 3. Jetzt ist er da draußen alles, ach warte, deine Tomate. Ich hole mal eben eine Tomate wieder hoch. Und da ist er, bitteschön. Hat er halt alles auseinandergeräumt, jetzt habe ich hier auch noch eine Kiste. Hier, die darf ich gleich ausräumen. Fotos und so. Genau, die kommt hier rein, bevor das auch noch zerfressen wird. Und hier sind auch noch Fotos und so. Haben wir ganz viel zu tun. Aber was machen wir? Die zweite Matratze ist tatsächlich heute gekommen. Und als ich hier letztes Mal aufgeräumt habe, erinnert ihr euch? Da war da alles aufgeräumt. Es ist so, ne? Ich saug gerade Bernds Matratze ab. Das geht ja gar nicht. Ich möchte mir einen Hühlerstaubsauger holen. Bitte? Möchte dann jemand den Dyson haben? Das ist der Dyson V11. Verlosen den? Ne, den verkaufen wir für 2000 Euro und kaufen uns den Hühler. Nein. Aber ich hätte den wirklich gerne, weil ich glaube, dass das richtig geil ist. Also Bernd schläft jetzt seit... Wie lange schläfst du auf dieser Matratze? Noch keine Flecken drauf? Die auch, ohne. Und Bernd sagt, die ist pornös geil, diese Matratze. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich kriege jetzt auch eine. Ja, wenn du schnarchst, kann ich nicht schlafen. Dann titsche ich ihn nachts an. Dann sage ich Hallo. Titsche ich dich an, habe ich gesagt. Jedenfalls habe ich überlegt, bevor wir abhauen nach Kroatien, machen wir so ein Video, was wir hier alles machen und so. Und da stelle ich euch die Matratzen vor. Dann habe ich da auch ein paar Tage drin geschlafen und kann euch da mehr zu sagen. Jetzt müssen wir erstmal meine 40 Kilo Matratze rüberhieven. Nein! Nicht! Pau, 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 pau! Meine Matze fahren rauf. Oh, 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 oh. Ja, ich hab den so krass, ne? Na, hier ist das Ding. Oh, komm mal, guck mal. Ja. Nur
nicht, welche die harte und welche die weiche Matratze ist. Aber wir werden sehen. Okay. Ein bisschen den Druck ab. Ich soll den Druck ablassen? Abwarten. Soll ich das machen? Ja, das kannst du rollen. Das ist noch nicht diese Einschlauchfolie. Ich hätte anders schon mal drauf gemacht, ne? Mach. Hör um. I go with the flow. Pass auf, du hast dreckige Füße. Versau dir nicht meine Matratze vor allem da. Pass auf, die Lampe. Das Kabel. Etti, er ist dabei. Er ist neugierig. Gerade den Müll alles weggehabt. Danke. Etti. Test. Er guckt, ob die ihm genehm sind. Oh, da schlafen wir heute aber gut, Livia. Möchtest du auch da hoch? Kletter am Rand hoch. Ja, ja. Etti, er sagt, es lebt. Oh, was ist das, Murphy? Wir können nicht weitermachen. Alle spielen auf dem Bett und rasten aus. Jedenfalls glauben wir, dass jetzt auf meiner Seite Bernds Matratze ist und andersrum. Also müssen wir diese 40 Kilo Geschosse noch umtauschen. So, ein Schluck Wasser. Ach so. So, jetzt wird getobt. Habe ich euch heute schon hier ein bisschen das Wetter und so gezeigt? Aua. Tut voll weh an den Füßen hier, diese Steine. Schön. Ist jetzt fertig hier, ne? So, ich werde jetzt, es ist schon abends, ne? Alle schlafen, außer Bernd und ich. Und werde mich jetzt Bett fertig machen. Und ja, werde den Blog beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen in alter Frische. Tschüss!